Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zum zweiten Part des Sturm am Firmament Display Openings. Wir haben das aufgeteilt und werden jetzt die zweiten 18 Booster aufmachen und hoffen, dass wir da was ziehen. Es gibt hier noch eine kleine Recap, was wir im ersten Part hatten, aber jetzt geht's erstmal los. Intro, let's go! Okay, das ist genau das, was wir letztes Mal gezogen haben, Freunde. Immerhin haben wir 3 von den GX-Karten gezogen. Wir haben 3 Holo-Karten und wir haben eine Prisma-Stern. Soweit, so meh. 18 wunderbare Booster. Ich lasse sie mal hier auf der Seite liegen, dass wir hier schön Platz haben, um das alles anzurichten. Denn wir hoffen jetzt auf die Overkills. Die Overpulls, das, was wir sehen wollen, sind natürlich die Full-Art-Karten. Rayquaza-Karten, Elektroball, Arctos, was da alles drin ist, Pantimos. Ja, so schöne Karten. Wir müssen sie einfach nur ziehen. Kindwurm. So, Stapel geht hier hin. Dann eine Feenenergiekarte, Kecleon, Notgürtel ist wieder mit vertreten, Schneckmark, Reverse Holo und wir ziehen wieder ein Deoxys. Und das ist diesmal die Holo-Version. Den Kollegen hatten wir schon mal gesehen, aber in dem Fall war es nur die Reverse Holo. Falls ihr euch wundert, was mache ich mit den Energiekarten? Einfach mal so random nebenbei. Ich habe tatsächlich da irgendwo einen Schuhkarton, wo keine Ahnung, wie viele hunderte Energiekarten drin sind. Heißt, falls jemand Energiekarten braucht, ja. Wisst ihr, wo ihr nachfragen könnt? Keine Frage. Einfach Bescheid geben. So, Energiekarte, davon haben wir gesprochen, die geht weg. Edomise, dann haben wir Pokénuff, die erste wirklich neue und vielleicht interessante Karte, die wir im letzten Part noch nicht hatten. Schau dir die obersten 3 Karten deines Decks an. Du kannst einen Pokémon oder eine Energiekarte, die du dort findest, deinem Gegner zeigen und auf deine Hand nehmen. Lege die anderen Karten in beliebiger Reihenfolge zurück auf dein Deck. Interessant, mal gucken, ob wir es wirklich benutzen wollen. Libiscus als Reverse-Holo-Karte, gefolgt von einem Tangolist GX. Rainbow Rare. Und damit haben wir endlich mal wieder eine Rainbow Rare Karte gezogen. Krass. Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, ich hatte davor wirklich keine einzige eigene Rainbow Rare gezogen, sondern alles nur ertauscht oder gekauft. Damit ist das zumindest wieder mal geschafft. Bei Sturm am Firmament ziehen wir Tangolist GX als Rainbow Rare Karte. Gut, Gekkabor, Voltoball brauchen wir auf jeden Fall, um einen Elektroball zu entwickeln. Und das wollen wir auch haben, weil Elektroball ist ein sehr interessantes Pokémon. Tropius, der Wanderer. Herzlich willkommen, Amigo. Was kannst du? Schau dir die obersten 5 Karten des Decks eines der beiden Spieler an und wähle eine Karte. Jener Spieler mischt die anderen Karten zurück in sein Deck. Anschließend lege die gewählte Karte oben auf das Deck. Energieumschalter, Kapalores, Reverse Holo und Lepumentas als Regular Rare. Also ich weiß nicht, was dieser Wanderer eigentlich soll. Ich glaube, das ist auch der einzige Supporter, zu dem es keine Full Art gibt. Zumindest habe ich dazu noch keine gesehen. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich das übersehen haben sollte. Aber ich glaube, der Wanderer ist nicht vertreten. Perlu, Eneko, Luturzel, Samurzel, Tarnhill. Ich glaube, die Kombo hatten wir schon 3-mal oder so. Letzte Chance-Trank. Heile 120 Schadenspunkte bei einem deiner Pokémon, dessen verbleibende KP 30 oder weniger sind. Wie oft kommt das vor? Ja, natürlich. Seltener als gedacht und deswegen ist das so eine situative Karte. Xenia Reverse Holo gefällt mir gut. Am liebsten hätte ich natürlich die Full Art dazu. Aber wir bleiben erstmal bei einem chilligen Makago, das wir auf jeden Fall haben wollten, haben wir ja gesagt. Für die Fähigkeit sanftes Gleiten, dass man sein Deck nach einer Karte durchsuchen kann und dann einfach auf sein Deck drauflegt, nachdem man das Deck dann wieder gemischt hat. Das ist cool, einfach, dass man weiß, was man als nächstes zieht. Wenn man noch Karten hat, die sagen, schau die obersten Karten an und wenn du da was findest, was du haben willst, dann nimm es dir, dann ist das natürlich umso besser. Also Gekkabor, Tuska, Hydropi, das sind alle vertreten. Wunderbar, Tarnhill, die Kampfenergie, Draxel, eigentlich Draschel, Notgürtel, Koreogel, Pupita, Reverse Holo, very nice. Und ein Almighty Deoxys, DNS-Pokémon, hat auch verschiedene Formen, kennt ihr bestimmt. Aber diese Version gefällt mir am meisten. Es hat so eine richtig schöne Combat-Haltung. Ja, das ist so ein schnelles Pokémon. Der andere ist eher so tanky-mäßig unterwegs. Da gibt es schon echt geile Artworks von ihm. So, 4-2. Turbolader, Turnaround. Und weiter geht's mit den nächsten 11 Karten. Onix, Perlu, Luturzel, Funpi. Super süß. Also ich muss schon sagen,
Kunstrad. Ich wollte gerade sagen, ich muss schon sagen, wir ziehen nicht so die Oberkarten, die man auch spielen möchte. Aber Kunstrad ist eine Karte, die es früher schon gab. Die kam aus dem Set Protoshock und sagt, schau dir die obersten zwei Karten deines Decks an, nimm eine Karte davon auf deine Hand, lege die andere Karte auf den Ablagestapel. Mega heftige Karte. Kargoron Reverse Holo ist auch wunderbar. Hier eine Ultra-Bestie, die Non-GX-Version mit Mondhake. 160 Damage. Wenn die Summe der verbleibenden Preiskarten beider Spieler genau 6 ist, kann diese Attacke für nur eine Metallenergiekarte eingesetzt werden und das ist extrem heftig. Aber es müssen beide insgesamt 6 Preiskarten nur noch haben. Und danach kann man die Attacke fast nicht mehr einsetzen, würde ich behaupten. Funktioniert nur einmalig wirklich. Gut, und wir ziehen einen Logok GX. Meine Güte, endlich Full Art. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Logok ist eines der geilsten Pokémon hier aus diesem Set. Natürlich neben Almighty Rayquaza und Arctos, was ja sowieso mega cool ist als Legende, aber Logok schaut mega Gangster aus. Das schaut schon mal gut aus, dafür haben wir aber sonst nur... wir hatten noch eine Holo. Nicht nur, ja, wir hatten auf jeden Fall schon eine Holo. Und die Holos schauen auch richtig, richtig cool aus. Gut, weiter geht's. Jetzt ein bisschen Speed in das ganze Thema mit reinlegen, denn den Großteil der Karten kennen wir schon. Gehweier haben wir gesehen. Können wir weitergehen. Zack, Kunstrad, yes, Nummer 2. Letzte Chance Trank, auch schon gesehen. Muntier Reverse Holo und Banette. Alola Radfratz, Voltoball. Ah ja, apropos Voltoball. Wo ist eigentlich das Elektroball? Regenbogenpinsel haben wir gesehen. Der Hersteller ist wieder back in the game. Energiewiederverwertung. Wieder wähle aus 2 aus. Und zwar nimm eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel auf deine Hand oder mische 3 Basisenergiekarten aus deinem Ablagestapel in dein Deck. Und Registeel ist auch wieder da. Straight 120 Damage in your face. Das macht Registeel für eine Stahl und eine Doppelfarblos. Also auch da relativ Energiekosten intensiv, ja, für den Outcome. Aber an und für sich ist es halt ein Tank. Ja, der bleibt einfach da und auch hier wieder der Moment, wo man merkt, es ist zu heiß in diesem Raum, die Kamera läuft nicht richtig und es war ein Cut drin. Der perfekte Moment, jetzt eine neue Karte zu ziehen mit Mask Royale. Illumise, Reverse Holo und ein Enekoro als Holo-Karte. Okay, Suche nach Freunden, das klingt schon mal sehr, sehr putzig. Ist aber leider eine Karte, die geht an die Niki. Keine Chance, Freunde. Wenn du dieses Pokémon aus deiner Hand spielst, um eines deiner Pokémon während deines Zuges zu entwickeln, kannst du 2 Unterstützerkarten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand nehmen. Es gibt zwar Samantha, aber Samantha ist selber ein Supporter. Heißt, man braucht sowieso wieder eine Runde, bis man das... dann wieder aktivieren kann, was man sich geholt hat. Mäh, kann man alles nicht so gut spielen. So, Freundesball, auch eine neue Karte. Durchsuche dein Deck nach einem Pokémon, das denselben Typ wie ein Pokémon deines Gegners im Spiel hat. Zeige es deinem Gegner und nimm es auf deine Hand. Mische anschließend dein Deck. So, Sonderbonbon, Draschel und Gewaldro. Perfekt, und jetzt muss ich kurz ans Telefon. Gut, Telefonat beendet. Nächstes Booster ist jetzt an der Reihe. Was haben wir jetzt letztes überhaupt gezogen? Gewaldro, genau. Und dann kam das Telefon ins Spiel. Weiter geht's. 4, 2 und jetzt Gangsterpool. Bitte. Tarnhills, Boink, Pupanze, Wingull, die Kampfenergiekarte. Hops, Expedition. Das ist okay, wenn man halt wieder weiß, was da unten ist. Ich glaube, das ist das allererste Jungblut, was ich bisher gesehen habe. Wäre gut, davon ein paar zu haben für ein Logok-Deck. Ultrigaria und Registeel haben wir schon gesehen. Weiter geht es. Wir haben noch, ich glaube, 7 Booster sind es, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mit der Nummer 7. Mit der letzten, ja, von hinten. Die letzten 7. Da geht's los. Perlu, Luturzel, Funpi, Wingull, Gekapor, Stahl, Mask Royale, Meteno, Volbeat, Ultraball als Reverse-Holo-Karte. Gefolgt von einem Moruder. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Auch eine neue Karte. Gigasauger und mächtiger Wirbler. 130 Damage und 30 Damage hier. Heile bei diesem Pokémon genauso viel Schaden, wie du dem aktiven Pokémon des Gegners zugefügt hast. In dem Fall 30. Schwäche ist natürlich doppelt. Mächtiger Wirbler oder mit Wahlband oder so Zeug. Mächtiger Wirbler 130. Dieses Pokémon kann während deines nächsten Zuges nicht angreifen, weil es sich wieder verausgabt hat und dann mal eine Runde pennen muss. Kennen wir schon. Dafür ist es aber ein Basis-Pokémon mit 130 KP, was an und für sich nicht verkehrt ist. Nächstes Booster. Hydropi, Tarnhill, Weilmer, Weberak haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Wobei wir haben so viele Karten auch mittlerweile geskippt, weil wir wissen, dass die intuitiv schon wissen, die können eigentlich nichts. Sonnfell, Reversal, und ein Kravums. Ja, das Pokémon ist an und für sich sehr imposant. Auch hier ist Kravums leider keine wirklich spielbare Karte. So, nur ein bisschen hier den Müll entsorgen, damit ich weiß, wie viele Booster tatsächlich noch übrig sind.
sind alles nur leere Höhlen. So, 4, 2, 1 und auf geht's. Choupette, Hydropi. Die Kollegin kennen wir wie Kurtel, der Köderball. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Wirf 3 Münzen, nimm pro Kopf ein Entwicklungs-Pokémon aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Die Regenbogenenergie ist wieder da. Herzlich willkommen. Notgürtel, Reverse Holo und ein Lunastein. Hier eine Holo-Karte. Jawohl, es geht endlich weiter mit der dritten. Das heißt, da sind wir schon mal safe. Es fehlt uns jetzt nur noch eine weitere GX-Karte, in welcher Form auch immer, oder eine Full-Art-Karte von den Supportern. Und das sehen wir in den letzten vier tatsächlich. In den letzten vier Boostern. Das letzte lassen wir mal wirklich Rayquaza. So, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man in einem Rayquaza-Booster auch ein Rayquaza zieht. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, wie... Ne, haben wir das schon mal irgendwann geschafft, dass wir das Signature-Pokémon vom Booster dann auch als Inhalt hatten? Da müsste sich jemand mal die Zeit nehmen und wirklich alle Videos nochmal durchschauen. Die ganzen Openings von früher, weil da haben wir echt ordentlich Zeug aufgemacht. So viele, was haben wir alles aufgemacht? Gottes Willen, so von XY haben wir Unmengen geöffnet. Und das dritte Deoxys mittlerweile, glaube ich. Drei Stück noch. Letzten drei lassen wir hier. Dass ich sie nicht versehentlich im Müllberg vergrabe. Denn wir wollen natürlich jedes einzelne Booster hier öffnen aus dieser Serie. Und bisher gut 5 GX, eine Prismastern. Na, da ist echt noch Luft nach oben. Angler, welcome back to the game. Nimm 4 Basis-Energiekarten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Auch sehr schönes Artwork hier mit dem alten Angler. Super Anziehungskraft ist auch ein Remake vom Design, haben wir früher gehabt. Sichlor. Den Kollegen brauchen wir, um es in ein Shadox zu entwickeln. Ha? Haben wir jetzt auch. Auch ein sehr, sehr, Misscut, Missprint. Ist nicht zentriert, ja. Sehr breiter Balken oben, sehr kleiner Balken unten. Dafür wieder ein Kravums in Perfect Condition. Wow, den wir eigentlich nicht haben wollen. Aber Sichlor ist cool. Doppeltes Spiel. Du suche dein Deck nach bis zu 2 Sichlor und lege sie auf deine Bank. Das heißt, er holt sich selber aus dem Deck. Das ist genial, weil wenn man es dann entwickeln möchte in Sherox, braucht man so viele wie möglich. Das macht das Deck auch dünner. Okay, Notfallkamera. Nehmen wir einfach mal die. Mit Sichlor haben wir schon gesehen. Das war die letzte Reverse-Holo-Karte. Jetzt geht es weiter mit dem zweitletzten, also dem vorletzten tatsächlich. Vorletzten Booster. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ja, im Editing wird es wieder so ein Rotz, ja, wenn dann mal die Kamera ausfällt. Ich habe vergessen, mein Handy zu laden, deswegen nicht der beste Plan gewesen. Aber das ist gar kein Thema. Wir sehen weitere interessante Karten, die wir schon hatten mit Flamly. Bummels. Der Psychoenergie, Grakelo, Energiewiederverwertung, finde ich gut. Schrein der Bestrafung, eine neue Karte. Lege zwischen den Zügen eine Schadensmarke auf jedes Pokémon GX und Pokémon EX. Deine und die des Gegners. Weil man zu heftig ist, zieht man Jira, Jigi, Prismastern. Es war Zeit, endlich mal wieder eine Prismastern-Karte zu ziehen mit Sternschuppenwunsch. Und ein Gewaldro als Regular Rare. Und jetzt das ist tatsächlich die letzte Sleeve, die ich hier in diesem Stapel vorbereitet habe. Ich hoffe aber, dass Arceus das jetzt nicht als Zeichen nimmt, dass hier nichts Gutes drin sein darf. Wir nehmen anstattdessen einfach mal einen Toploader. Und der Toploader könnte vielleicht in die Richtung gehen. Rayquaza drauf, Rayquaza drin. Platz für Rayquaza. Leute, das wäre so Gangster. Das wäre super, super Gangster einfach. Jetzt dann noch ein sehr, sehr geiles Rayquaza GX zu ziehen. Im letzten Booster dieses Displays. Das ist ja dann schon das ganze Display gewesen. Warte mal, der Code gehört dahin. Funpi, Wingull, Gekkabor, Voltoball ist da, die Kampfenergie, Volbeat, Jungglut, Nummer 2, glaube ich, bisher, Minun, Wanderer, Reverse Holo und die letzte Karte des Sturm am Firmament Display Openings ist ein Medi Mardi Muditalis. Der ist so cool, der kommt jetzt einfach mal in den Toploader, oder? Was sagt ihr? Der ist schon ziemlich cool, nein, ist er nicht. So, raus mit dir. Okay, wir sind prinzipiell mit dieser Box durch, aber noch nicht mit dieser hier. Wir werden noch die Top-Trainer-Box aufmachen zu diesem Set und da hoffen wir natürlich ein paar bessere Karten zu ziehen. Es sind dann nicht 36 Booster, nein, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier sind 8 Booster drin, Menge Stuff. Freut euch schon mal auf das Opening, denn auch diese Folien mit Rayquaza und der Coin und alles, das ist so cool.
Ich freue mich immer über den Inhalt. Allein dieses Goodies, was da so drin ist, gefällt mir sehr gut. Aber gut, wie gesagt, Freunde, das war das Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, drückt auf den Like-Button. Abonniert auch den Kanal, falls ihr neu dabei seid. Drückt also unten auf den roten Button. Und ja, aktiviert die Glocke. Gibt es eine Nachricht auf euer Smartphone, dass ich ein neues Video gepostet habe. Und dann verpasst ihr es auch nicht. Und ansonsten der nächste Livestream. Vielleicht schon am Sonntag. Ja, machen wir ein bisschen wieder TCGO. Vielleicht wollen wir auch mit diesen Codes ein bisschen was machen. Ein bisschen tauschen, weil wir wollen ja Stuff für die Decks haben. Wir werden auf jeden Fall ein Rayquaza-Deck bauen müssen. Ansonsten, wenn ihr Deckvorschläge habt mit dem neuen Set, was sollten wir mal ausprobieren, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Dann kann ich mal gucken, ob ich die Karten fürs Online-Spiel herbekomme. Fürs Live, also fürs Real Life, werde ich die Karten nicht extra kaufen. Ich werde nur für die Sammlung wahrscheinlich erstmal die ganzen Karten holen. Da auch sehr gerne, wenn ihr mit mir tauschen wollt, dann schreibt mir auf Discord, findet ihr alles in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und weil es natürlich die Gangsterkarte schlechthin war, wird unser gutes altes Logok GX dieses Video beenden und ja, ich hoffe im nächsten Part dann mit der Top-Trainer-Box noch ein bisschen was reißen zu können, weil es ist echt Luft nach oben und es war kein einziges Rayquaza drin. Und ich möchte eins haben. Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.